ihr was zu essen? Zapf mir ein Bier. Thank you.
So. Entschuldigung, ich war gerade auf Toilette. Starten wir doch mal. Bin noch rumgesessen. Was wollte ich noch mal hier machen? Ja, stimmt. Aber warte mal. Gelobt sei Jesus Christus. War hier nicht irgendwas von wegen... Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Hier bei uns? Die, die es am schlimmsten getroffen hat, sind die vom Gestüt in Neuhof. Ohne den alten Smill wird es schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Seine Witwe Sora ist eine gute Frau. Sora? Naja, eben nur eine Frau. Sora. Was hältst du davon, dass Thalmberg angegriffen wurde? Was soll ich davon halten? Solange das anständige Volk in Frieden leben und ich mich rausreden kann, Steuern zu zahlen, ist mir egal, wer mein Lehnsherr ist. Tja, der neue Herr erinnert sich aber sehr gut daran, wer es verabsäumte, ihn auszuzahlen. Und die Armen wandern deshalb vermutlich direkt zum Galgenberg. Das sind schlechte Nachrichten, vor allem für uns Arme. Hoffentlich jagt ihr ihn so schnell davon, dass er sich anscheißt. Oder ihr knüpft ihn am höchsten Baum Thalmbergs auf. Dabei würde er sich vermutlich auch anscheißen. Und so soll es sein. Ein bisschen Scheiße und alles wächst und gedeiht. Ja, das stimmt. Ich möchte selbstverständlich. Warte mal, der kann uns was über Äxte beibringen, lol. Ich möchte gut, aber nur. Also, alles gut. Okay, nice. Wo ich eigentlich gar nicht mit Äxte kämpfe. Wir sollen jetzt uns ein paar Rüstungen besorgen. Kumanische Rüstungen. Hier gibt's drei Lager. Begib dich zum Kumanlager nicht weit von Andreas Schenke. Westlich von Urschütze und hier. Okay, dann machen wir das doch mal. Wir reiten jetzt nach D erstmal. Das mit der alten Dirne, das machen wir auch noch. Schauen wir mal, wo wir hier landen. Ach, was mache ich da? Wo muss ich denn da lang? Auf der linken Seite bleiben, okay. Ja. Also hier lang. Och, fährt bitte. Häng nicht. Ja. Oh, da liegt einer. LOL. Okay. Okay, ich glaube, das verlieren wir. Oh, der geht mir auf den Sack. Ja, das ist nicht geil. Ja.
Was ist denn hier? Das ist schon unfair, 2 gegen 1. Ja, moin. Und das war's schon. Klasse. Haben wir ja gut hingekriegt. Ja, das war jetzt auch nur zufällig, weil da einer lag. Das ist schon derbe Scheiße. Dann reiten wir jetzt nochmal dahin, ist mir auch egal. Das ist halt wieder so ein... Naja, das sind irgendwelche Hobbylosen. Ja, komm her. Bauerntölpel. Weit daneben. Ach, scheiße. Ey, sowas sagt man nicht. Trank des Baden ist immer gut. Das war's? Dein Ernst? Okay, was ist das hier? Okay. Keine Ahnung. Wir müssten jetzt irgendwo Kuman sein. Oh, da vorne. Sekunde. Ach, die haben da auch einen Hund. Sehr interessant. Oh, es sind aber sehr viele. Oh, es sind aber... Okay, das ist ein bisschen sehr viel. Okay, Neuladen, das ist ein bisschen viel. Ich muss da anders vorgehen. Boah, es ist aber echt ein bisschen sehr viel. Oh, dieser Köter nervt mich. Ja, das sieht nicht gut aus. Und ich kann auch nicht wegrennen. Mann, lasst mich doch mal in Ruhe.
Bruder, dein Ernst? Nee, nochmal. Das ist... das ist eine Scheißstelle. Da ist alles uneben und... Scheiße. Scheiße ist das. Ich weiß auch nicht, wie ich da am besten vorgehe. Ah, geh doch raus da! Dein Ernst? Ich muss wegrennen. Geh weg, Koppelhäschen. Ich sehe gerade gar nicht, wo ich hinrenne. Ah, der ist mitgekommen. Ja, wir sehen den anderen an. Nö, er macht es nicht. Alter, bin ich so schlecht? Ja, wieso kam da jetzt kein Zeichen? Ja, wie soll ich denn das andere abwehren, wenn er das nicht anvisiert? Es ist so wieder dumm gemacht. Es ist wieder so dumm gemacht. Ey. Ja, genau. Schlag ins Leere. Er visiert den anderen nicht an. Ich verstehe es nicht. Der Köter, der macht gar nichts. Okay, er ist durch den Baum. Lol. Oha, der ist ja K.O. gehauen worden. Mehr brauche ich nicht, ne? Wobei Verband klingt gar nicht mal so schlecht.
Wir müssen trotzdem noch mal ins Lager. Sind ja noch nicht alle tot. Leider Gottes. Habe ich eigentlich so ein Rüstset? Ach ja, Schmiedeset hier. Okay, die anderen Sachen muss ich irgendwie beim Schmied machen. Ah, da kommt der scheiß Köter wieder. Da hinten ist er. Peter, das hat nichts mit mir zu tun. Ey, schlag doch! Hä, wieso ist der jetzt aufgestanden wieder? Das hat auch nichts mit mir zu tun. Ach, das waren zwei Hunde, okay. Dietrich, das war's. Wie sieht's mit dem Hunger aus? 72. Ja, ich glaube, da nehme ich das Stück Käse, was hier ist. Das Stück Käse. War's das schon? Nee, da liegt noch einer. Das müsste der Chef sein. Ey, deine Leute sind tot. Okay, dann nicht. Du brauchst gar nicht aufzustehen, bleib liegen. Ha, lol, das hat sogar geklappt. Ja. Naja, und was jetzt? Muss ich jetzt nicht einfach irgendwie hier... Moment. Was war das noch? Nein, ich will die Missionen, danke. Kumanrüstung, begib dich zum Papa. Beschaffe 3 Kumanhelme mit Gesichtsschutz. Beschaffe 3 Kumanrüstung. Okay. Ja, dann haben wir hier. Ja. Ist das damit gemeint? Gesichtsschutz. Humanrüstung. Okay, gut. Das wäre schon mal. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo die anderen nochmal lagen. Oh oh, ich habe keine Ahnung, wo die waren. Ah ja, hier lag einer. Ja gut, aber es ist Pfeil- und Bogen-Typ, ne? Reicht das? Ja. Das reichte tatsächlich. Hm.
Wo die anderen waren, keine Ahnung. Ich bin einfach stumpf irgendwo langgelaufen. Ansonsten muss ich zu einem anderen Lager. Ja, hier wird nichts mehr sein. Nee, dann gehen wir lieber zu einem anderen Lager. Gut. Genau, jetzt müssen wir hier oben hin. Was habe ich da jetzt liegen gelassen? Tire Fahrhaus. Keine Ahnung. Muss ich mich da gleich mal drum kümmern. Jetzt gerade nicht. Mir fällt jetzt auch nichts ein, spontan, was ich zurückgelassen habe. Ich reite jetzt einfach mal. Oh, Kamera bitte. Danke. Einfach mal hier durch. Ja, wenn mein Pferd nicht hängen bleiben würde. Okay, das ist jetzt einfach quasi weiter geradeaus. Jetzt kommt ein dämlicher Fluss. Und da vorne ist schon das nächste. Okay. Speichern mal wieder. Ist ja wichtig. Kein Dolch? Ja, doch. Wieso geht das dann nicht? Ja, dann halt nicht. Geht dann. Von wegen, du gibst auf. Du stirbst, Junge. That's it. Ah, da ist er doch. Ja, ich habe keine Ahnung, wieso ich jetzt hier hochgehe. Ja, du mich auch. Darf ich auch mal schlagen? Oh, der schlägt ja immer. Nice.
Einer noch. Das Schloss ist zu kompliziert. Sekunde, Momentchen. So. Mehr gibt's hier nicht. Oh, der Speck. Ach. Nein, das wollte ich auch nicht. Dann halt hier noch mal hin. Hätte jetzt nicht gedacht, dass ich doch wieder so weiter gehen muss. Aber hier gibt es leider keine mehr zum Abmetzeln. Boah, ich hasse solche Waldwege. Gibt nichts Schlimmeres. So, da hinten haben wir U-Schütze. Wollt schon hier an der Kirche vorbei, ja. 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 Wisst ihr was, mir ist es letztens auch aufgefallen, dass das viel zu... Ah, Moment. Viel zu leise war. Ja. Az istenim. Ne çak. Ne bu etikten? Hey, Utvan. Vigyaz. Lol. Innen kellett lőnie. Látom őt. Akni. Feladod. Habe ich mir auch gedacht. Ja, Hund, dann geh doch mal weg, ey.
Der steht so im Weg, der Typ. Ja, genau. Er kann zuerst angreifen, nur ich nicht. Es ist lustig, dass ich nicht richtig, dass ich nie immer nie richtig angreifen kann. Mach hin. LOL. Hä? Hab ich doch 3 Command-Ausrüstung, seid ihr bescheuert? Dann habe ich die Mission doch jetzt erfolgreich gemacht, oder nicht? Was begibt dich? Ja, ist doch alles gut. Dann kann ich ja jetzt zurück. Warum das mir jetzt immer noch da angezeigt wird, habe ich keine Ahnung von. Egal, ich habe meine Sachen. Ach ja, so ist das manchmal. So, ich hab meine Sachen. Glück und Gesundheit. Ich habe sie. 3 komplette Sätze. Was? Alles? Ja, hier. Alles, was nötig ist. Los, lass sehen, wie du damit aussiehst. Lebe wohl. Ich hab die doch an, du Idiot. Oh. Ernsthaft jetzt?
Sie ist etwas... Gewöhnlich? Wirklich, Leute? Ich hab sie den Kumanen abgeknöpft. Nun ja, sie sieht nicht gerade furchteinflößend aus. Immerhin so furchteinflößend wie ein kleines Küken. Also für mich siehst du nicht gerade wie ein Kumane aus. Habt ihr überhaupt schon mal einen Kuman gesehen? Du meinst so aus der Nähe? Sei nicht albern. Aber Milomir hat sie oft genug beschrieben. Jeder weiß, dass Kuman furchteinflößend aussehen. Das sind Barbaren. Heiden. Während du eher wie ein verkleideter Junge aussiehst. Wer zur Hölle ist dieser Milomir? Ach, einer meiner Stammkunden. Er bewacht fahrende Händler und weiß, wovon er redet, glaub mir. Hat einem Kuman gegenübergestanden und ist für wahr mit dem Leben davongekommen. Frag ihn doch einfach selbst. Ach, was wisst ihr schon? Und Heinrich, zieh dieses verdammte Ding aus, bevor dich jemand sieht, ja? Ich hab doch das die ganze Zeit an. Wie gerne würde ich das hier klauen? Naja. Bitte sehr. Auf gute Gesundheit. Ach, das ist dieser Milomir. Okay. Herrje, was hast du getrieben? Ich wollte nicht mit dir reden. Wollte mich hier hinsetzen. Gütiger Gott, du siehst vor... Ja. Es heißt, du hättest schon viele Kumanen gesehen. Und würdest einen sogar im Dunkeln erkennen. Allerdings. Gib mir einen aus und ich erzähle dir Geschichten, da rollst dir die Fußnägel hoch. Bitte sehr. Danke. Wie heißt du noch gleich? Heinrich. Mir egal. Neulich habe ich eine Karawane von Wien bis hierher begleitet, als plötzlich ein Unwetter aufgezogen ist. Hagel, Blitze, Schnee und dergleichen. Schnee? Im Sommer? Unterbrich mich nicht. Wo war ich? Ach ja, das Unwetter. Sind vom Weg abgekommen. Haben unsere eigenen Füße nicht mehr gesehen. Und auf einmal hören wir Gesänge. In der Ferne war dann Feuer. Auf einer Lichtung mit unheilvollen Gestalten drumherum. Dämonische Lieder singend. Und diesen unheilvollen Gestalten hat der Schnee nichts ausgemacht? Warum haben sie nicht irgendwo im Warmen gesungen? Schweig still, du! Du! Wie unter einem Bann sind wir auf das Feuer zu und in diesem Moment haben wir sie gesehen. Barbaren? Monster? Dämonen, fragst du? Nein. Kumanen. Und unter ihnen ein Haufen Säuglinge, weinend und schluchzend. Also hat doch jemandem die Kälte zu schaffen gemacht. Ich hätte auch gezittert. Schnee tut mir nicht gut, besonders im Sommer. Und diese teuflischen Kreaturen tranken das Blut der Säuglinge und trieben es mit Teufelinnen. Und wir standen wie angewurzelt da. Nur mir ist es gelungen, mich vom Zauber zu lösen. Ich sag's dir, noch nie bin ich so gerannt wie an jenem Tage. Ich konnte gerade noch entkommen, als Einziger. Seitdem sitze ich hier, kann nicht arbeiten, bin wahrscheinlich immer noch unter dem Bann. Ohne Zweifel. Vermutlich unter dem Bann der Faulheit. Pass auf, Milomir. Deine Geschichte ist von vorne bis hinten der reinste Bockmist. Was weißt du schon, du zerlauster Bauer, du? Ich bin aus Skarlitz. Ich sah mit eigenen Augen, wie diese Bastarde meine Familie abgeschlachtet haben. Also, das hättest du früher sagen können. Hätt mir die Geschichte für wen aufgespart, der sie hören will. Wo hast du diesen Unsinn aufgeschnappt? Wer verbreitet denn die Gerüchte, wie angsteinflößend die Kumanen aussehen? Oh, viele Leute aus der ganzen Gegend. Brinus der Köhler in den nahegelegenen Wäldern hat mir von ihnen erzählt. Und Olena, das Weibsbild vom Fischer in Thalmberg. Und der junge Willibald, ein Stallbursche vom Uschitzer Gestüt, hat sie auch gesehen. Auf bald. Soll ich jetzt etwa dahin oder was? Tatsächlich. Ei.
Herrje. Ich frage mich, haben wir alle gleich viel bekommen? Nein, du hast weniger gekriegt. Aber, also schön. Ich habe eh genug Geld. Auf bald. Wieso ist hier ein B? Oh, okay. Ja, geh du doch weg. Hier drüben, ein Bier bitte. Ein Humpen, hierher. Hey, was ist denn mit dir passiert? Gott sei mit dir. Oh ja, ich weiß, dass meine Kleidung scheiße aussieht. Wie steht es um dich? Was soll ich sagen? Hab schon bessere Tage gehabt und bete, dass ich sie wiedersehe. Ja, dafür beten wir alle. Du weißt über die Kumanen Bescheid? Genau wie bestellt. Eiszähne. Ja, sie tragen Wolfszähne, damit sie im Dunkeln unsichtbar werden. Dann schleichen sie durch die Nacht leise wie der Tod. Das ging ja schnell. Reißzähne. Ah, ja. Was sag jetzt nicht, ich muss nach Talmberg. Ich muss nach Talmberg. Nee, nach... Nach Oschitze und wo noch hin? Ah, hier hin. Brinos. Also schon wieder reiten. Wo ist mein Pferd? Ah. Ja. Wait. Ja. Dich und deine hässliche Fresse kenne ich doch. So ein Glück. Jetzt. Irgendein Besoffener wieder. Na komm. Ja, nur stirb doch. Nein. Ich... Ah, Grieben, nein, brauche ich nicht. Na, nicht springen. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Oh, ja, ich weiß es doch. Das heißt, du wüsstest, wie Kumanen aussehen? Oh ja, einmal, wie ich allein durch die Wälder bin. Das interessiert mich nicht. Oh, aber... Spar dir die Geschichten, mit denen du dich vor den Weibern brüstest. Also, sie schmücken sich mit Rabenfedern, weil... Eine schwarze Henne ginge auch. Aber die haben keine Zauberkräfte. Stimmt. Natürlich. Mach's gut. Auch nicht schlecht. Finde ein paar schwarze Federn. Na, das war ja logisch.
Und jetzt nach C. Okay. Pass doch auf! Hatti Gosch! Guten Tag. Es heißt, du wüsstest über die Kuman Bescheid. Mein Meister drischt mich, wenn ich wieder Geschichten erzähle. Aber es ist alles wahr. Ich tu dir nichts. Sag mir nur, stimmt es wirklich? Ich schwör's. Ich sehe sie jede Nacht in meinen Träumen. Aha. Na gut. Was tragen Kumanen für Rüstungen? Häute von Hunden, die sie in der Nacht erschlagen, damit keine Waffe ihnen was anhaben kann. Danke. Alles Gute. Ist nicht euer Ernst. Beschaffe eine Hundehaut. Ach. Eieiei, das sind ja böse Aussichten hier. Oh Gott, nee. Beschaffe ein paar Tierzähne. Oh, wie kriege ich denn das jetzt hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich da dran komme, Mann. Ich habe absolut keine Ahnung. Tierzähne, Wolfszähne. Ein paar Tierzähne, Wolfszähne. Schwierig. Kann man hier pennen? Kann man? Gott, Schütze. Ja. Könnte ich hier irgendwo... Da lässt sich sicher... Für wie lange? Nur die... Gut. Hier. Jut. Mach's gut. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Ich darf das. Hier sieht man ja gar nichts, ey. Legen wir uns hier schlafen. Wo kriege ich denn Tierzähne her? Das wird mich mal interessieren. Tierzähne. Allerhöchstens in Sasau. Oh Gott, das ist ja... Na dann.
das dauert ja so lange jetzt. Okay. Gute Frau, werte Herren, kommt näher. Ha, ich kenne das. Ich hab's, der Traum. Du warst in einem Boot aus Knochen und ich setzte dir eine Dornenkrone auf. Ah ja. Schön. Erzähl mir von deinem Traum. Der Traum, ja, der Traum ist wahr geworden. Ich träumte, ein junger Mann würde kommen und mein Lehrling im Wunderhandel werden. Gurken, saftige Gurken, Spargel und Pflaumen. Und das soll ich sein? Wer sonst? Wie heißt du, junger Mann? Ja, Heinrich. Heinrich. Ein machtvoller Name. Also, Heinrich, bist du bereit, mein Lehrling zu werden? Nein, bin ich nicht. Nein, ich will auf keinen Fall dein Lehrling werden. Eine Schande. Aber vielleicht lässt uns die Vorhersehung unsere Pfade abermals kreuzen. Du wirst sehen. Ich möchte wissen, was du hast. Gelobt sei je. Das ist bestimmt irgendwelche. Nein, hat er nicht. Wo kriege ich denn diese scheiß Zähne her? Oh nein. Nein, 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 nein. Entfernen. So, was kann man denn hier noch verkaufen? Bierwandsbecher nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ich lasse mir jetzt meine Sachen reparieren. Wo ist denn hier der Schmied? Der ist doch hier irgendwo. Ja, nein. Nee. Geh weg. Mein Gott, wie weit ist das denn? Hier. Wo ist der denn? Ah, da.
Gott sei mit dir. Mach's gut. Dieser Handwerker kann... Oh, weißt du. Wo soll ich jetzt... Ach, hier. Ja, dann mach doch mal auf. Ist da jemand? Ja. Guten Morgen. Gott behüt dich. Was? Die hütet Waffen? Ist das dein Ernst? Die sind aber alle scheiße. Auch ein Rüst. Oh. Ein Rüstschmied brauche ich. Wo haben wir den? Nirgendwo. Da. Ja, das war der Wind, klar. Nein, hier nicht lang. Ja. Falsche Seite. Das ist doch ein Friseur, oder nicht? Nee. Gott sei mit dir. Totaler Quatsch, was ich hier mache. Nice. Wo krieg ich jetzt die ganzen Sachen her? So, hier sind Hühner. Wo zur Hölle ist der Hühnerstall? Kann ja wohl nicht alles sein. Dein Ernst? Habe ich jetzt nur eine Feder? Ja, tatsächlich. Uff, das kann ja was dauern. Hier ist das nächste Huhn-Gedöns. Oh, nee, doch nicht. Aber hier. Ah, klasse. Hier ist aber keine schwarze Feder drin. Kriegt man die Sache nicht bei einem Jäger, die anderen Sachen? Müsste man eigentlich, ne?
Oh, jetzt kann er nicht mal da hochspringen. Wo haben wir hier einen Hühnerstall? Ich brauche einen Hühnerstall. Das sieht nicht aus wie ein Hühnerstall. Das sieht auch nicht aus wie ein Hühnerstall. Brauche ich nur noch die Zähne und irgendeine Feder. Yay. So, was fehlt mir denn noch? Zähne. Rabenfeder brauche ich nicht. Ich brauche nur noch die Zähne. Ja, wie kriege ich die Hundezähne? Oder Wolfszähne? Wolfszähne? Irgendwelche Zähne. Das ist der Fleischer hier, ne? Der hat auch keine Zähne, oder? Gott sei Dank. Nein. Hüfte. Eieiei. Kann ich ja direkt eine Mission abschließen, wenn es darum geht. Eigentlich schon. Ah, Moment, eine Nebenquest. Ich muss ja nicht jagen unbedingt. Oh Gott, das war noch nicht alles. 80. Das müsste eigentlich alles sein. Dann gehen wir jetzt zu Johanka. Ja. Den anderen Scheiß finde ich schon. Dieb? Wo? Oh, ich habe doch nichts geklaut. Bist du der Dieb? Sakra. Hey, bleib stehen. So, helfen mir doch jemand. Verflucht. Jetzt bist du tot. Das ist völlig legal. Was ist das? Was? Dem hast du es gezeigt. Danke, diese diebische Elster. Man kann niemandem mehr trauen. Das stimmt. Damit du weißt, dass ich nicht geizig bin. Eine Kleinigkeit. Danke. Wow, 4 Groschen. Das ist ja toll.
Das ist ein bisschen wenig. Ja. Aber mir egal. Johanka. Heinrich, wie geht es dir? Ich habe etwas Fleisch. Danke, Heinrich. Reichhaltiges Essen hilft sicher. Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Nee, lass mal. Hab ja schon alles gehört. Ja, komm, dann geben wir unserem Hund auch noch was. Obwohl er nichts macht. Füttern. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Für die ganzen Male. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz. Ich überspringe das mal eben ganz schnell. Er kriegt jetzt einige Male was. Sieh mal, was ich für dich. Ja. So. Sieh mal, was. Ja. Ach, Scheiße, ich hab mich vertan. Egal. Er kriegt halt noch was. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich... Warte mal, vielleicht bei einem Jäger oder sowas? Ist hier irgendwo ein Jäger? Jäger. Was ist eigentlich das hier hinten? Da war ich auch noch nie. Gehe ich jetzt mal da hinten hin. Ja. Was ist hier los? Der Gerber, was hat der denn eigentlich nochmal?
Gott sei mit dir. Ah ne, der hat nur die Scheiße. Ja, egal, ich hab ja auch irgendwas. Das stinkt gewaltig nach Diebesgut. Ich kauf's, aber viel kriegst du nicht. Solange wir uns beim Preis einig werden. Mit der Summe kann ich leben. Ach, Diebesgut. Okay, hier ist auch kein Jäger. Fleischer. Ah, hier ist ein Jäger. Also nach Thalmberg, wobei... Ah, eigentlich doch. Nach Thülenberg. Okay. Der Jäger ist hier. Der müsste aber eigentlich Zähne haben. Komm ich hier drüber auch? Nee. Ja. Der Herr Jäger. Gott segne dich. Kann. Wolfszähne. Und er hat noch eine Schatzkarte, die wir uns holen. Die wir irgendwann mal abklappern werden. So, dann kann ich ja jetzt zurück. Dann habe ich ja jetzt alles. Was ist das da? Achso, das mache ich irgendwann anders. Vielleicht gleich. Ein Kampf.
Ach, das ist nur ein Händler. Egal. Ich will jetzt trotzdem noch teilen. Hier irgendwo. Wo war das da? Ach, nein. Oh. Immer wenn man zu schnell ist. Nein. 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 Da. So, ich habe alles besorgt hier. Gelobt sei Jesus Christus. Ich habe alles verflucht. Verflucht. Wunderbar. Komm mit. Mach's gut. Verflucht. Ich habe alles verflucht. Wieso dauert das so lange? Ach, was weiß ich. Bereit? Dann setz ihn mal auf. So ein Schwachsinn. Das sieht doch schon besser aus. Das sieht verdammt gut aus. Ist das nicht so dick aufgetragen? Es ist perfekt. Würde ich dich so im Dunkeln treffen, würde ich mir einscheißen. Ja, echt. Genau so hat ein Kumane auszusehen. Sagt der, der noch nie einen gesehen hat. Ja, ich meine, genau so stellen sich die Leute einen Kuman vor. Ja. Das ist nicht übel. Aber das ist doch kein Kuman. So sieht doch keiner aus. Und wir fangen gerade erst an. Ja, wenn die meinen. Das ist. Naja. Das ist doch nie im Leben Kumane, Mann. Okay, wir haben Sachen zu verbessern. Das mache ich jetzt sofort. So, solange du dich nicht bewegst, bleiben deine Müdigkeit, bla bla bla, deine Lesefertigkeit, bla bla bla, das ist nicht relevant. Nach der Entlassung aus dem Kerker brauche ich auch nicht. Allerdings stinkst du so penetrant, dass andere dich leichter bemerken. Nein. Du stammst aus ärmlichen Verhältnissen und bist den Komfort bequemer Betten nicht gewohnt. Je schlechter das Bett ist, desto besser kannst du schlafen. Oh, das ist geil. Wiedergänger hört sich gut an. Ich glaube, ich nehme den Wiedergänger. Das erscheint mir doch besser. Wenn du deinen Gegner bei einer Entourage schlägst,
beschädigst du seine Waffe 50% mehr. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Wieso muss ich jetzt hier? Achso, das ist der Typ. Okay, ja, nee. Was muss ich denn jetzt machen? Das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. War's das jetzt schon? Ja. Das war's. Dann habe ich das jetzt aber nicht gecheckt, was man jetzt hier so machen muss. Okay. Anscheinend. War es das tatsächlich mit der Mission? Dann werde ich da mal in Rattai reingucken. Ist hier in letzter Zeit etwas Interessantes vorgefallen? Bloß das Übliche. Verlorene Schafe und untreue Weiber. Sicher nichts, was dich interessiert. Sicher interessiert mich das. Schafe und Weiber, nichts beschäftigt mich mehr. Wo finde ich sie? Das hat sich erledigt. Wir sind in den Wald gerannt. Die Weiber? Die Schafe. Die Weiber. Ach, lassen wir das Thema besser. Es steht nichts Besonderes an. Aber ich hab da was läuten hören. Einer deiner Nachbarn wusste Interessantes zu berichten. Wer? Ich kenne seinen Namen nicht. Etwa in deinem Alter. Er meinte, seiner Familie gehört die Skalitzer Schenke. Adam Junior also. Und was hat er erzählt? Er wollte nach Hause zurück, den Schaden in Augenschein nehmen. Und da hat jemand das Haus vor seinen Augen geplündert. Verstehe. Bin selbst an Plünderer geraten. Das ist aber nicht interessant, sondern eher traurig. Christlich ist es jedenfalls nicht. Die Sache ist die, Adams Familie hatte Geld im Keller versteckt. Hat Adam dir gesagt, wohin er will? Er meinte, er will nach Rattai, hat dort irgendwas zu erledigen. Wird nicht leicht, ihn zu finden. Im Moment wimmelt's dort von Leuten. Dann wirst du halt rumfragen müssen, oder? Scheiße auch, soll ich dich dabei auch noch an die Hand nehmen, oder was? Ja. Ich würde nicht darauf wetten, dass es noch da ist. Der Plünderer hat es bestimmt längst verprasst. Außerdem wird Adams Familie wohl kaum die königliche Schatzkammer versteckt haben. Adam meinte, es wäre genug, um ein ganzes Haus ausbessern zu lassen.
Oder um die Welt zu bereisen. Mag sein, wirkt auf mich aber alles dubios. Ich sehe keinen Grund, der Sache nachzugehen. Verstehe ich, aber was Besseres habe ich nicht. Warum fragst du Adam nicht einfach und guckst, wie weit es dich bringt? Ich höre mich mal um. Mach das und frag ihn, wenn du ihn siehst. Vielleicht findest du etwas heraus. Gott sei mit dir. Wir müssen eh nach Rattai. Finde ich komisch, dass die Mission auf einmal beendet ist. Naja, egal. Ach ja, die Dirne. Ach, die habe ich jetzt vergessen. Ach, da kann man sich immer noch drum kümmern. Die alte Dirne, die... Wie viel Retterschnaps haben wir? Das war's. Wir haben nichts mehr. Oh. Ja. Müssen wir uns dann was Neues holen? Pflege. Nee. Ich denke mal um 7 hier müssten jetzt eigentlich alle Geschäfte auf haben. Wir müssen ja eh hier bleiben. Ach ja, ich habe ja sein Geld hier noch. Ich suche nach Adam. Weißt du, wo er stecken könnte? Der junge Schanke? Entweder bei den Pferden oder in der Schenke. Beides liegt ihm wohl gleich am Herzen. Ich glaube, ich habe in Scarlett etwas gefunden, was euch gehört. Was meinst du? Bitte sehr. Heilige Maria und Josef, danke. Du weißt gar nicht, wie sehr du uns geholfen hast. Und falls du meine Gattin kennst, weißt du, dass du mir den Hintern gerettet hast. Ich sollte dir das vielleicht nicht sagen, aber Kunesh war auch hinter den Sachen her. Er wollte, dass wir sie behalten. Was? Dieser, dem werde ich werde die Leute vor ihm warnen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier, viel habe ich nicht, aber du hast uns geholfen. Auf bald. Ja, der Kunesh ist schon so ein kleines Arschloch.
ist denn das Pfarrhaus? Ach da. Noch keiner da? Mein Gott, Leute. Jetzt aber. Sehen nur müsste jetzt jeder da sein. Es ist immer noch keiner hier, dein Ernst? Dann brich ich da jetzt ein, ist mir auch egal. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Wobei, das Kleid könnte ich eigentlich der... Naja, das ist eine Bettlertunika. Nee, nee. Das braucht keine Sau. Das braucht auch keiner. Warte mal. Ich habe, glaube ich, irgendeinen Fehler gemacht gerade. Aber was bringt mir das jetzt? Kapiere ich nicht ganz. Ich bin ein Kumane. Wow. Cool. Hey, was ist das? Lol, die heben das auf? Das wusste ich gar nicht. Wie kommt das dahin? Das habe ich nie gesehen, dass sie sowas aufheben. Das ist ja lustig. Habe ich noch nie gesehen. Hier ist ein Nest. Oh ja klar, ich habe keine Pfeile.
Ich bin auch nicht gut in Alchemie. Wobei, nee. Suchen wir nach dem Adam. Gott sei mit dir. Du bist allein nach Scarlets gegangen, stimmt's? Dafür braucht man Eier. Nicht wirklich. Hat gedauert, bis ich den Mut aufgebracht habe. Dann warst du vernünftiger als ich. Ich bin gleich zurück und wäre fast draufgegangen. Hab davon gehört. Deshalb habe ich ja so lange gezögert. Und wie lief's? Gefunden, wonach du gesucht hast? Da gab es nichts mehr zu holen. Ein anderer war schneller. Und ich hab den diebischen Hunsfort nicht zu packen gekriegt. Ein Dieb? Ein zwielichtiger Bursche. Das ganze Gesicht voller Ruß. Kam aus dem Keller wie der Blitz, als ich auftauchte. Und hat sich mit der Beute verpisst. Hab mich so erschrocken, dass ich nicht mal dran gedacht habe, ihm nachzusetzen. Der hat alles mitgehen lassen. Sogar unseren neuen Kessel. Wie sah er denn aus? Ich konnte nicht viel erkennen. Er war voller Ruß. Und sein Beutesack war so voll, dass er den Kessel außen festbinden musste. Der glänzte. Ein verrußter Kerl, ein Sack und ein glänzender Kessel. Er könnte sich natürlich waschen und den Sack wegwerfen. Vielleicht war es der Teufel. Oder ein Köhler. Es könnte tatsächlich ein Köhler gewesen sein. Der Sack sah durchaus danach aus. Und in der Gegend um Rovna gibt's eine Menge von denen. Er hätte es dann nicht weit gehabt. Was hat er noch aus eurem Haus gestohlen? Vater hat mir eingebläut, nie darüber zu reden. Das kann dir doch jetzt egal sein. Dort gibt es sowieso nichts mehr zu holen. Wohl wahr. Vater hatte Geld und Wertsachen im Haus versteckt. Da war dieses juwelenverzierte Kreuz, das als Mitgift für Bianca gedacht war. Wie sah das Kreuz denn aus? Warum fragst du? Naja, wenn ich es irgendwo sehe. Was? Du willst danach suchen? Wie gesagt, wenn ich es irgendwo sehe oder davon höre. Wer weiß. Ich wäre dir sehr dankbar. Mir ist nichts geblieben. Aber mit dem Kreuz hätte ich ein Erinnerungsstück an meine Familie. Es ist aus Silber mit einem herzförmigen Rubin in der Mitte. Und es hängt an einer roten Kordel. Und hast du die Sache den Bütteln gemeldet? Ja. Alex hat mich zu dem Vorfall befragt und mich zu ihnen geschickt. Und wie ging's weiter? Die meinten, das tut ihnen leid, aber sie konnten keinen entbehren, um alle Häuser nach einem Kessel zu filzen. Wenn ich nicht weiß, wer es war, können sie nichts für mich tun. Auf bald! Dann geht unsere Reise also nach Scarlets. Zurück. Mein Gott. Was war das noch? Johanka machen wir auch noch irgendwann. Die alte Dame blende ich jetzt aus. Dann gehe ich jetzt zu dem Andreas zurück. Mhm.
Ja! Ich hätte gern ein Bier. Ja. Willkommen, Heim. Gott schütze dich. Ich habe Adam gefunden und ihn zu dem Diebstahl befragt. Und? Hast du was Nützliches rausgefunden? Ja, kann man so sagen. Ein rußverschmierter Kerl hat einen neuen Kessel und ein Silberkreuz geklaut. Von dem Kessel weiß ich nichts, aber was das Kreuz angeht, roter Stein und rote Kordel? Woher weißt du das? Erzähl mir nicht, du bist Hellseher. Natürlich nicht. Jemand hat's mir angeboten, aber der Handel schien mir halbseiden. Da hab ich abgelehnt. Und was hat er gesagt? Nichts. Er wollte was zu essen und zu trinken und ist dann raus. Das war's? Yeah. Wenn er mich verflucht hat, dann schweigend. Hast du irgendeine Idee, wer es war? Ich kenne seinen Namen nicht, aber er ist Köhler, kommt aus Rovna und taucht ab und an mal hier auf. Aha. Also stolpert ein Wildfremder einfach so hier rein und bietet dir ein geklautes Kreuz an? Komm schon, du weißt doch, wer das war. Ich stehe in dem Ruf, verlässlich zu sein und gewisse Dinge regeln zu können. Ja, sowas in der Art hat Fritz erwähnt. Du seist jemand, zu dem man geht, wenn man ein kniffliges Problem lösen muss. Also kennst du sicher den Namen des Köhlers, oder? Naja, alles weiß ich auch nicht. Bloß, dass der Köhler Tonschek heißt und aus Rovna stammt. Woher genau, kann ich dir aber nicht sagen. Ich war nie dort und habe ihn nicht gefragt. Nun gut, ich gehe dem nach. Ach ja. Wir brauchen noch unbedingt Ritterschnaps. Den er wahrscheinlich doch da. Nach Rovna, ja? Es ist ein weiter Weg. Far away. Schnell. Das geht ganz schnell, meinst du? Ach so, ja, ja. Fotze. Ey, sowas sagt man immer noch nicht. Helebart ist echt übel und tut weh. Gut getroffen. Ich lasse dich ab!
wegen. Du gibst auf? Hahaha, deine Schuld. Alright, alright, alright. Ringelblumenaufguss ist immer gut. Lass mal sehen. Ringelblumenaufguss ist gut. Gut, 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 gut. Die hatten ja gar keine Chance gegen mich, würde ich sagen. Dann geht's jetzt weiter nach Ofna. Was? Was will er denn jetzt? Hey. Huh? Hab ich jetzt nicht verstanden, wieso er mir jetzt den Weg versperrt hat. Hey. Und jetzt nochmal nach... Ofna. So. Ja. Sekunde. So. Ja. Das bist dann ja wohl du, wa? Gott sei mit dir. Ich benötige Pech für Talmberg. Du bist zu früh dran. Bis zum Herbst werden wir nicht viel Pech auf Lager haben. Ich brauche keine Wagenladung. Ich habe nicht mal eine Kanne für dich.
Vom letzten Jahr ist nichts übrig und dieses Jahr müssen wir erst wieder welches machen. Und wie lange dauert das normalerweise? Wochen. Keine einfache Sache. Gott behüte dich. Bist du der Köhler, den sie Tonschek nennen? Bin ich nicht. Warum? Mir kam zu Ohren, er könnte mir bei etwas helfen, also suche ich ihn. Wenn du willst, kann ich dir einen Sack Kohle geben, aber das war's. Ich habe kein Interesse an Kohle. Wo finde ich Tonschek? Er hat eine Hütte oben im Wald, aber zum Arbeiten kommt er runter. Alles Gute. In letzter Zeit in Scarlet gewesen? Was sollte ich da? Ist doch alles niedergebrannt. Jemand hat einen Köhler dort rumlungern sehen. Und woher will derjenige bitteschön wissen, dass es ein Köhler war? Der Kerl hatte angeblich einen Kohlesack und... Säcke kriegst du überall. Besonders in der Gegend um Scarlet. Jeder könnte einen haben. Einschließlich des Täters. Oder du irrst dich in meinem Fall und suchst eigentlich wen anders. Schon gut. Ich glaube dir. Du weißt aber nicht zufällig, wer es dann war, oder? Nein, tue ich beim besten Willen nicht. Gibt eine Menge Köhler hier in der Gegend und wer weiß schon, welchen du suchst. In Ordnung. Danke. Mach's gut. Also er ist nicht verrußt. Er hat kein Rußgesicht. Ist er da hinten, der da gerade rumgegangen ist. Guten Tag. Er hat auch kein Rußgesicht. Du bist Köhler Tonschek, nicht wahr? Der bin ich. Was willst du? Sollst ein hübsches Kreuz haben. Ja, aber was geht dich das an? Ich bin in Scarlet aufgewachsen und ich hasse nichts mehr als diese Drecksbrut, die das wenige plündert, das uns geblieben ist. Wenn du nicht alles zurückgibst, wirst du den heutigen Tag verfluchen. Ich habe nichts getan. Lebe wohl. Und er rennt weg. Komm her, du Weichei. Wenn er nichts getan hat, wieso wehrt er sich dann? Jesus Christus. Verdammt! Kunda! Fuß! Oh. Was? Hast weiche Knie bekommen, was? Gibt's doch nicht. Ja. Ja, warum schlägt er auch nicht? Oh, dieser Scheißhund, ne? Wenn ich gegen den verliere. Na komm schon, du Hurensohn! Nimm ich diesen Scheißköter nirgendwo mehr mit. Ugh!
Wobei, weißt du was? Ich hab doch eigentlich eine Waffe. Scheißdreck! Wieso prügel ich mich mit dem? Hat ja gar keinen Sinn. Oh, gib mir deine Sachen, komm. Ah. Wo ist das Kreuz? Das muss ich noch herausfinden. Ein brandneuer Kessel. Könnte es der gestohlene aus Scarlet sein? Wenn hier der Kessel ist, dann ist hier doch irgendwo noch... die wunderschöne Kette. Aber wo? Hm. Und er hat es ja auch nicht. Ich will aber noch die scheiß Kette haben. Aha. Nö. Da ist sie auch nicht. Hier muss sie aber irgendwo sein. Da bin ich mir ganz sicher. Irgendwo muss sie hier noch sein. Ich muss diese Kette finden. Das ist ein Muss. Das wäre nämlich ein wunderschönes Ende für den Stream. Bevor es dann nächste Woche weitergeht. Irgendwo hier muss die Scheißkette sein. Aber wo? Ja, wo denn nur? Hm.
Interessant. Wieso kann ich den Topf nicht einfach mitnehmen? Entschuldigung, ein Kessel. Es ist ja ein Kessel und kein Topf. Verstehe ich jetzt auch nicht, wo die sein soll. Komisch. Ist nirgendwo was. Ich wüsste, wo diese Kackkette ist. Aber ich sehe hier nichts. Der hat sie nicht. Komisch. Ja, dann halt ohne Kette. Geht leider nicht. Ich kann mal gucken, ob die... Nee. Steht's in den Quest-Dingensbums? Moment. Ah, viele Münzen waren nicht mehr übrig, aber wenigstens ist Adam etwas geblieben. Viele ist nicht, aber daran kann ich nichts ändern. Moment, kleines Momentchen. Andreas, der Wirt, konnte den Verdacht bestätigen. Er meinte, ein Köhler aus Rofner hatte bei ihm herumgelungert und versucht, ihm ein silbernes Kreuz mit roter Kordel. Bla bla bla. Andreas, der Wirt, hat zwar keine Arbeit für mich, aber dafür hat er von guten Gelegenheiten gehört. Sollten seine Informationen stimmen, steht ihm ein Anteil der Erlöse zu. Ja, Andreas, der Wirt hat mir die Sache für schnelles Geld zugeschanzt.
Das hatte ich Adam nicht etwas zurückgeben, zumindest einen kleinen Teil. Viele Münzen sind es nicht. Ja, da kann ich nichts machen. Teile ich sie mit Andreas dem Wirt. Bleibt mir sogar noch weniger. Ja. Ich brauche kein Geld. Warte mal, ich frag mal hier irgendwie rum. Hast du deine Meinung bezüglich Ska? Warum sollte ich? Gibt keinen Grund, in so eine Aschewüste zurückzugehen. Du hast recht, alles ist niedergebrannt. Aber woher kannst du das wissen, wenn du nicht dort warst? Ich war in der Tat dort. Und zwar kurz nachdem Sigismunds Armee fort war. Um meine Freunde zu suchen. Hab ein paar gefunden. Und? Da waren schon vor mir welche gekommen. Alle am Plärren und Gräberschaufeln. Also half ich ihnen, ihre Toten zu verscharren. Wo habt ihr sie beerdigt? Naja, wer seine Leute noch wiedergefunden hat, hat sie an Ort und Stelle beerdigt. Den Rest haben wir in einem Massengrab hinterm Hof am Weg nach Thalmberg verscharrt. Warum dort? Da haben wir die meisten gefunden. Ah, gut, dass die Toten dort nicht mehr herumliegen. Ja, wer würde schon gern von Kötern zernagt werden? Alles Gute. Hast du da... Warum sollte... Du gibst also zu, dass du zum Plündern in Scarlets warst. Was faselst du da? Hab mich bloß umgesehen. Wollt wissen, was vom Dorf übrig ist. Aber geklaut habe ich nichts. Du lügst. Du wurdest gesehen, als du herumgeschlichen bist und Asche durchwühlt hast. Nen Scheiß habe ich. Die einzige Asche, wo ich drin wühle, ist hier. Und ich fledder keine Leichen für ein paar Groschen. Gestehe, sonst wirst du Asche fressen. Es wurde ein Kerl mit Sack gesehen. Ich prügle die Wahrheit liebend gern aus dir heraus. Hör mal, ich war wirklich nicht dort. Ob du mich nun verhaust oder in Ketten legst, ich bin nicht der, den du suchst. Nun gut, aber wenn du beim Plündern in Scarlets gesehen wirst... Werde ich nicht. Hab sowas vorher nicht gemacht und werd's auch nicht tun. Möge Gott über dich wachen. Ja, den glaube ich, aber ich weiß nicht, wo diese scheiß Kette ist. Die scheiß Kette muss doch hier irgendwo sein. Komisch, dass man die nicht findet. Oder zumindest finden kann. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich weiß es nicht. Dann werde ich jetzt zurück nach dem... Erst zu Andreas gehen. Und dann zu dem anderen Typen. Und dann war es das auch schon wieder für heute. Vielleicht gibt es noch ein bisschen Apex. Ah, jetzt ist es eh Nacht. Oh!
Yes, well. Nein, ich will... Aha. Okay. Wie geht's? Die verfolgt mich echt überall in die Dirne. Es war nicht einfach, aber ich hab's hingekriegt. Also ist es gut gelaufen? Hast du was oder nicht? Ich habe den Köhler aufgespürt, aber es hat sich nicht gelohnt. Er hatte nichts mehr Wertvolles. Du kommst mit leeren Händen? Lächerlich. Da hätten doch zumindest eine Menge Groschen sein müssen. Und woher willst du das wissen? Ich habe das letzte bisschen aus ihm herausgedroschen und das war nicht viel. Vielleicht hat er den Rest verzecht? Vielleicht, falls es der richtige Mann war. Bist du sicher, dass du nicht den Falschen erwischt hast? Er hat gestanden und das Geld rausgerückt. Wäre sein Gewissen rein, hätte das doch kaum getan, oder? Kommt drauf an, wie du ihm zugesetzt hast, oder? Egal. Lassen wir es gut sein. Kannst die Groschen behalten und sie dir dahin schieben, wo keine Sonne scheint. Wow. Sehr lieb von dem. Muss ich jetzt nicht nochmal nach Ratai? Ich mach's jetzt trotzdem. Ich dachte, dieses Kreuz kann man auch noch finden, aber irgendwie ist das ja dann doch nicht so. Komisch. Naja. Ja. Ja. Vorsicht, Achtung, weg da. Da ist er doch. Gott sei mit. Das war's? Gott sei mit dir. Okay, dann halt nicht.
Dann jetzt geht's jetzt noch eben schnell nach Allenberg. Oder warte mal. Eben schnell zu Theresa. Ich habe etwas für dich. Nur für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Ab dann. Sei verbannt. Ich hab was. Na schön. Welch stattlicher Bursche. Ich kann ihr nichts anbieten? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Seltsam. Dass ich ihr nichts geben kann. Hier am Wasser gefällt es mir. Aber warum bist du die ganze Zeit so still? Was treibt dich um? Du treibst mich um. Oh, inwiefern? Weißt du, dein Aussehen betört mich. Ah, du findest mich also hübsch? Ja, vor allem wenn du lachst. Ich habe befürchtet, du sagst, vor allem wenn du nichts anhast. Ja, genau. Jetzt, wo du es erwähnst. Komm her, du Charmeur. Und das war der Ausflug? Das ist ja gar nichts. Da wären wir. Wollen wir das wiederholen? Ja, besuch mich mal. Heinrich! Ich kann ihr gar nichts geben. Was ist denn das? Ja, egal. Hier beenden wir dann doch unser kleinen Stream, weil wir dann das nächste Mal gucken, wie Theresa das Ganze aufgenommen hat. Mit Scarlett und so. Dann starten wir den ersten DLC und beenden dann auch den ersten DLC. Dann starten wir direkt hier und das mit Tallenberg und so, das machen wir dann übernächsten Stream. Wenn wir es schaffen. Vielleicht sogar schon doch im nächsten. Aber auf jeden Fall war es das jetzt. Gleich geht es noch ein bisschen weiter mit Apex. Und ich speichere hier natürlich. Und ja. Bis nächstes Mal. Haut rein. Tschüssi.